Und als Ronaldo hochstieg wie einst gegen Juventus Turin und zum Fallrückzieher ansetzte, ja, da hatten einige Fans sicherlich Gänsehaut. Leider ging der Ball knapp am Tor vorbei und wir hätten es ihm doch so gegönnt. In dieser Situation, wo seine Karriere auf dem Spiel steht, das Ende seiner Karriere vor der Tür, er sich den Stammplatz wieder erkämpfen muss, hätte ihm dieses Fallrückzieher-Tor so gut getan, aber leider ging der Ball knapp vorbei. Aber Ronaldo hat gut gespielt, als er reinkam. Ja, er hat ein, zwei Mal den Ball verloren und die falsche Entscheidung getroffen, aber er hat ein paar sehr gute Spielaufbauideen mit One-Touch gut gespielt, dann fast per Fallrückzieher getroffen und vorne viele Angriffe eingeleitet. Also muss man sagen, er hatte viel mehr Impact als ein müder Rashford und auch ein Elanga. Und da muss man sich natürlich fragen, warum spielen diese beiden? Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, die gewinnen ja. Die gewinnen ja. Ronaldo spielt nicht und die gewinnen ja. Aber wie gewinnen sie? Sie gewinnen 1-0 gegen Leicester und versuchen das irgendwie Mourinho-mäßig über die Zeit zu bringen. Das kann funktionieren. Da kann man auch sagen, ohne Ronaldo kann man das Spiel gewinnen. Ja, ich meine, Juventus Turin hätte auch ohne Ronaldo viele Spiele in der Serie A gewonnen, wenn sie ihn auf der Bank gelassen hätten, oder Real Madrid. Das ist halt so, wenn du ein Top-Team hast, was Manchester United immer noch ist vom Kader her. Und dennoch kannst du besseren Fußball, schöneren und auch noch erfolgreicheren Fußball spielen, wenn du eben Ronaldo einbeziehst in dieses Team. Das hat man heute gesehen, wenn er spielt, wie schnell er kombinieren kann mit Bruno und Co. Baut den wieder auf. Der ist noch nicht fertig. Das sieht man doch. Das sieht man doch, Freunde. Er hat immer noch so viele Skills. Er ist vielleicht nicht mehr der Schnellste. Er ist vielleicht niemand, der krass ins Pressing geht. Aber welcher Spieler vorne drin bei den Top-Vereinen geht eigentlich ins Pressing? Presst ein Haaland so bei Man City? Presst ein Benzema so bei Real Madrid? Naja. Wie dem auch sei, meine lieben Freunde. Ich hoffe, am Sonntag startet er. Er hat es sich verdient. Soll mir mal jemand sagen, warum zum Beispiel ein Elanga vor Ronaldo spielen sollte? Sagt es mir. Guckt euch das Spiel aber mal bitte ganz an und nicht einfach nur von den Highlights oder so. Sondern würde ich gerne mal wissen, warum einige Spieler davor Ronaldo starten. Das kann ich einfach nicht verstehen. Deswegen, ich hoffe, er wird gegen Arsenal wieder spielen von Anfang an, weil das hat er sich verdient. Und ich denke aber, er wird da nicht spielen. Ich glaube, Erik den Haag lässt ihn weiterhin draußen und lässt ihn dann in der Euroleague gegen Real Sociedad dran. Na toll. Eure Meinung in die Kommentare, liebe Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.